Und jetzt, liebe Herren der Hanesen, gibt es nochmal einen Live-Auftritt. Einen Live-Auftritt mit der Überschrift Schuld war nur vom Boss das Sofa. Wollen wir mal sehen, was dabei rauskommt. So, wir sind nochmal wieder dran hier. Ganz einfach, das klappt hier mit der Bedienung ganz wunderbar. So. Jetzt das Lied einer aufstrebenden Bürokauffrau. Hier in der Mitte haben wir sie, und der Boss steht gleich daneben. Aus der Bekannten mir, die Schuld von der Bossa Nova. Aber nicht der Bossa Nova, sondern das Boss, vom Boss das Sofa. Gut, das schon mal zur allgemeinen Verständnis. Es pfeift ein klein wenig. Wir legen los. Ab geht's. Als Marie Louise gerade 20 war, ging sie mit dem Boss in die Lazy Bar. Und am nächsten Tag war sie Leiterin. Die Kollegen fragen, wie kommst du hin? Schuld war nur vom Boss das Sofa, das war schlecht dafür. Schuld war nur vom Boss das Sofa, bitte glaub es mir. Denn werden auf den Posten fliegen. Schuld war nur vom Boss das Sofa. Schuld daran, was die Qualifikation für deine Perfektion, weil er weiß ich schon, yeah, yeah, vom Boss das Sofa, war schon daran. Doch Marie-Louise war nicht lang am Ruder, Jeanette. Dieses kleine Luder, und die fand auf die, ist ein Posten cool. Ihr Pech war nur, der Boss, der ist jetzt schwul. Schuld war nur vom Boss das Sofa, ich kann nichts dafür. Schuld war nur vom Boss das Sofa, jetzt kommt er hier. Denn mein Boss auf dem Sofa wurde schon so mancher Deal gemacht. Schuld war nur vom Boss das Sofa, das war schon da. Was die Qualifikation oder deine Perfektion. Das ist schon da. Was die Qualifikation oder deine Perfektion, dann weiß ich schon, war schon da. Nun kennt ihr die Geschichte. Dankeschön. Schön war nur, dass der Boss mit dem Traum war. Dankeschön, lauf nicht weg, Berg, komm. Nein, das hat einen Grund. Wir wollen nämlich noch zweimal einen Orden der Saison überreichen. Einmal unserem Wolfgang Irmisch, ich hatte es schon einleitend gesagt, in der ersten Saison war er als Sekretär der schrägen Töne, so nanntest du dich, als Wolfomir Irmischowski, Gründungsmitglied unseres Elberrates, das wollen wir mal hier bekannt geben nochmal. Vor 27 Jahren war der Wolfgang Mitgründer, heute ist er zurückgekommen und wir wollen der Walli natürlich einen Orden geben. Nicht nur für ihre gesangliche Darbietung. Wir denken, sie hat es nämlich in die Hand genommen. Der ein oder andere hat es vielleicht gelesen in dem Schweriner Kurier. War unlängst etwas über uns zu lesen. Und die Walli hat das in die Hand genommen. Also auch dir ein herzliches Dankeschön. So, und jetzt den drei Mitwirkenden, natürlich auch den Bernd. Der hat aber seinen Orden schon. Also,
eine Saal-Ehrenrunde als Dankeschön. Herr Kapellmeister, bitteschön. Schönes Bild, gehen wir. Schön. Schönes Bild. Schönes Bild.